Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil unseres wunderbaren 10 Stunden Baldur's Gate 3. Ja, Let's Plays kann man fast sagen. Kleines Let's Play, kleine Videoserie. Und wir sind hier in der unterirdischen Passage. Wie heißt das genau? Ach, irgendwas in der Art. Unterirdische Passage, glaube ich. Hier ist ein Typ, ein Wächter, eine Wächterstatue, der ballert. Da vorne sind Goblins. Übrigens mal die Situation. Die Situation ist so, dass wir eigentlich mal heilen sollten. Denn da vorne kommt es ja sicherlich dann zum Kampf in irgendeiner Form. Gut. Dann würde ich sagen, schleichst du halt vor. Das Totem ist eine Falle. Ja. Flammen die? Oh, da liegt einer Findal. Ich drück mal auf den Knopf hier. Did some bleeding hearts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. What are you doing? It's me, Sazza. You and them other idiots mucked up the old raid. The absolute don't like failures. I ain't a failure. I'll be an hero when I tell the boss about this place. And you'll be maggot food. I'll be telling the boss myself. Kill him! Okay. Das ist anders gelaufen als gedacht, oder? Also, das heißt, sie ist jetzt auf meiner Seite und kämpft gegen die. Und ich bin jetzt leider aufgefallen. Habe ich jetzt die Rune hier gedrückt? Ich hoffe. Das Problem ist nur... So, jetzt heile ich mich erstmal. Fangen wir mal damit an. Kannst du angreifen? Ja. Na dann. Tja, leider lebt er immer noch. Das hat nicht gereicht. Ich könnte noch einen zweiten Zug machen, dann ist er vielleicht tot. Okay, gut, dann ist der schon mal tot. Das ist mal wichtig, sage ich mal. Denn so wie ich das hier sehe, ist das der einzige Level 2 gewesen. Die anderen sind Level 1. Das ist doch schon mal in Ordnung. Gut, du bist fertig. Nicht geklappt. Das ist gut. Oh, scheiße. Eieieiei. Jetzt müssen wir mal Schattenherz nach vorne schicken. Hä? Ist die noch gar nicht im Rundenmodus? Ach, die ist noch gar nicht im Rundenmodus. Kann auch nichts heilen. Gebet der Heilung, das kann sie machen. Na, das bringt nur leider nichts. Spiegelbilder, spurloses Gehen. Ist das ein Eigenzauber? Ja, jetzt bist du im Kampf bei der Treten drin. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Ach so. Du bist mal wieder völlig unnütz. Ach so, der ist gar nicht im Zug. Wer ist denn am Zug? Du bist am Zug. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal fliehe hier, weil das ist mir zu heikel.
mich hier irgendwie ducken oder? Ich bin gespannt. Ein Schuss und. Oh, die schießt am Schattenherz. Das ist doch ganz gut. Eieieiei. Der Kampf irritiert mich hier gerade ein bisschen, weil ich nicht so ganz kapiere, wieso die jetzt nicht im Rundenkampf sind und sie schon. Weil sie sind noch nicht entdeckt worden. Okay, soweit kapiere ich das auch, aber irgendwie komisch. Nun gut, aber ich könnte jetzt ihn zumindest mal in einen Schlaf schicken, richtig? So, du bist jetzt erstmal weg. Dann würde ich gerne heilen, wenn es möglich ist. Jetzt hat sie wieder Zauberplätze. Hä? Ihr merkt schon, ich steige noch nicht so durch. Immer noch nicht. Aber das ist schon schlau, dass die das machen. So, du bist einigermaßen wieder fit. Dann könnten wir doch mal... Juhu! Wie gibt es denn hier noch den einen noch? Fehlschlag. Was ist denn mit dir eigentlich? Machst du auch mal was oder? Okay, wir haben es geschafft. Na, das ist doch schön. Jetzt schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Was mit dem? Hast du einen Heilzauber? Jetzt hast du wieder keine Zauberstufe frei, ne? Das. Gut, dann looten wir erstmal. Gold. Eine Zweihand-Axt. Ein D12 plus 3. 2D6 plus 3. Warum ist die Zweihand-Axt teurer als der Hammer, der doch eigentlich noch ein kleines Stück besser zu sein scheint?
Spalten, zerfleischen, vorbereiten. Seltsam, oder? Ein Topfdeckel und eine Säurefiole. Okay. Gold. Pfeil der Säure. Goblinbogen. Flasche. Schurkenmorchel. Aha. Da ist noch ein toter Mensch da drüben. Aha. Let's have a look. Sie ist nass, okay. Ein Drachen-Eipilz. Ruhm des Adlers. Was ist denn das? Trank des Sprechens mit Tieren. Aha. Cool. Diebeswerkzeug. Schriftrolle. Hexenpfeil. Das ist für eine Magierin. Heiltrank. Den kannst du gut gebrauchen. Ja, cool. Lauter nützliche Sachen. Alter. Was? Du hast auf Wahrnehmung was geschafft. Okay, was hast du wahrgenommen? So, und da kann man jetzt draufballern, ne? Das ist doch bestimmt wieder. Da explodiert wieder was. Okay, war auch Wasser drin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in den Kämpfen ein bisschen mehr so die Umgebung nutzen sollte. Looking ahead. One step at a time. Be careful. There are traps about. Okay. Aber ich habe jetzt so ein Fallenentschärferwerkzeug gekauft, oder? Müsste es doch jetzt schaffen. Du bist ja ein Virtuose auf deinem Gebiet. Wenn du es nicht schaffst, dann weiß ich es auch nicht. Und jetzt auch noch Schloss knacken. 15. Für einen wie mich absolut kein Problem. Aber jetzt sag mal, ich habe doch so tolle Handschuhe an. Wieso hat er das jetzt nicht mitgezählt? Fangschlinge der Natur. Was ist denn das? Eine Art Stab. Fliegenfalle. Chance auf Fesseln des Ziels, sofern es keine Pflanze und kein Tier ist. Nicht schlecht. Ich glaube, wir sind hier voll in der Dings. Ach, da ist auch so eine Statue. Ah, und die tue ich bestimmt deaktivieren, indem ich das drücke, hä? Oh ja. Absolut, genau so ist es. So ist es. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ja, ich würde gerne dem Findal helfen, ne? Aber wenn ich jetzt ja hier keine Heilungszaubersprüche mehr habe, geht natürlich nichts. Das heißt, wir müssten mal ausruhen. Sehe ich das richtig? Kurzer Rast,
Reicht ja nicht. Lange Rast. Oi! Don't leave your pal Caesar behind! I can't follow your fancy booyog! Entschuldigt, folgt mir. Bleibt hier und kommt mir nicht in die Quere. Ich weiß nicht, ob sie das macht. Bloody thieves everywhere. We moving or what? It ain't safe here. Hurry back. Okay, ich hätte sie auch da lassen können. Okay. Jetzt gibt's wieder Gelabere erstmal. Ja, hab ich gewusst. Der Will will was. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Sieht voll besoffen aus. Überraschend gut, trotz allem. Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Etwas an uns ist besonders oder an unseren Larven. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Alright. Die Reisetruhe, die hab ich noch gar nicht gesehen. Was mach ich denn mit der? Huch, was ist denn das? Die Maske des Gestaltwandes? Wo hab ich denn das her? Hä, wo hab ich das denn her? Seltsame Kleidertruhe? Befremdliches Abenteuerpaket. Färbemittel? Ist das irgendwie so ein Bonus aus der Vorbesteller bla Premium Variante? Aufheben. Gucken wir mal, ob du das übertragen kannst. Du hast sowieso was zum Übertragen. Hier ist mal überlege ich, wie das funktioniert. Also hier und hier. Genau, den Hexenpfeil. Verbinde dich über einen Blitzschlag mit einem Ziel. Oh, und was noch? Den Schwächestrahl könnte ich auch machen. Geld dafür habe ich. Und was ist jetzt mit dem Verwandlungsding da? Ja, Geschossfang, genau. Geschossfang ist das von meinen Handschuhen. Gut, lernen wir das auch. Schwäche ein Gegner. Seine Waffenangriffe, die Stärke verwenden, wirken nur den halben Schaden. Auch nicht schlecht eigentlich, gell? So, aber jetzt kann ich doch mal Level 2 Sachen lernen, richtig? Was? Achso. Dafür muss ich Level 1 Sachen erstmal rausziehen. Okay. Tja. Melzsäure-Pfeil. 6 bis 24. Sauber. Sengender Strahl hört sich auch ziemlich cool an.
Gedanken wahrnehmen auch, aber ich kann halt nicht so viel rein. Das ist. Bei den Händen habe ich selten benutzt. Machen wir mal. Das ist alles cool. Das ist alles cool. Alles mega. Aber jetzt habe ich das Ding da genommen. Was mache ich denn jetzt damit? Ach, das ist eine Maske. Das ist gar kein Zauber. Ach so, jetzt verstehe ich es. Legendär. Das heißt, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Lecco mio. Lecco mio. Okay. Dass die legendär ist, das verstehe ich. Okay, ja cool. Die Maske haben wir mal genommen. Was haben wir denn noch Schönes in der Reisetruhe gehabt? Hallo? Seltsame Kleidertruhe. Öffnen. Umhang des roten Prinzen. Laute der Schönwetterbadin. Zweispitz der Bestie des Seen. Und Nadel der Schurken. Okay, das könnte. Achso, der will reden, das auch noch. Do you mind? I was rather enjoying my view of the ceiling. Inwiefern? It's something of a novelty. I'm usually quite busy at night, but now I'm just lying here and thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Muss nicht sein, wir können trotzdem zusammenreisen. Good. I don't want you to run off just yet. Flirtest du gerade, Junge? You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Ich habe viele Talente, wenn ihr sie erkunden wollt. Nee, mit dem will ich nichts machen. Ich dachte, ihr mögt mich nicht. You have your charms. More than you think. The smile on his pretty lips is a touch too composed. A bit too perfect. He may not mean a word he says. Reißt euch zusammen, Astarion. You're no fun. Sleep tight. I'll see you later. I'm sure. Der Typ. Egal. Ich muss ja nicht ihn dabei haben, um das zu looten. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und. Achso, Moment, da war ja noch mehr. Was ist denn damit eigentlich? Vorräte, Trank des Sprechens mit Tieren, Trank des Fliegens, Trank des Gedankenlesens, gemischter Kaffee, Elixier der Hügelriesenstärke. Also, das können wir auf jeden Fall mal aufheben. Das auch.
einfach alles mal mit, oder? Wo sind die restlichen? Ach, wo kommt jetzt der her? Die Type. We meet again. As predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Hier will ich unhöflich sein, was genau seid ihr? There are many answers to that question. None are important. Skelette können üblicherweise nicht sprechen. Correct. Erklärt mir, warum ihr das könnt. No. Ihr habt eben etwas sortiert. Was habt ihr gemacht? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Werden diese Mietlinge bereitwillig zu mir stoßen? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Aha, und jetzt? Glaubt ihr, ich kann diesen Kultisten trauen? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Beeindruckend. Könnt ihr noch auf andere Weise helfen? Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Okay. Das heißt, du kannst wiederbeleben. Das ist höchst mächtige Magie. Wie könnt ihr sie so einfach wirken? It is my calling. There is little else to explain. Ihr habt von Kosten gesprochen. Welche sind das? A matter of coin. Das ist ja empörend. Such is life. Outrage leading to a singular end. warum braucht jetzt dieser Untote Geld zum was? Zum Wiederbeleben? Was, wenn ich nicht so viel habe? Then I shall wait here patiently until it is acquired. Könnt ihr mir helfen, meine Klasse zu ändern? Ich möchte meine Klasse aber nicht ändern. No, thy coin purse is near empty. Hä, meine Klasse kann ich ändern, okay. Ich möchte über die Mietlinge reden. Very well. Einen Mietling rekrutieren, 100. No, thy coin purse is near empty. Ist das dann eine Art Söldner, den ich dann hab? Na gut, ich gehe weg. Der verdorrte, diese merkwürdige Todesart hat viele Kräfte. Er gestattet dir, vermindert wiederzuleben, Hilfe anzuhören und deine Klasse zu wechseln. Natürlich nicht gratis. So, wir haben die halbe Stunde gleich voll. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Schattenherz will was? The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Was werde ich tun, wenn das alles vorbei ist? Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Oh ja, und wer denn? Let a girl have some secrets. Was there anything else? Elitide Weisheit oder Verbindung nutzen, um Gedanken zu untersuchen. Ach, 8, das ist nicht viel. Hab's auch geschafft. You find a current of hope flowing through her thoughts. She believes you all have a real chance.
She's anxious to find this person in Baldur's Gate. Whoever it is has a strong hold over her and can give her something she desperately wants. Dieser jemand in Baldur's Turm muss sehr wichtig sein. Yes, vastly so. But I don't want to talk about her. Not right now. We should get some rest. Good night. Sie hat reserviert die Schattenherz. Oh Gott, jetzt kriege ich erstmal eins auf den Sack. Glück. I remember who I was in Kreshkalir. I was hungry to face my first Geich. My sword pined for their blood. Would that I were doing battle up there, among the tears. Mag ihr die Tränen der Selun, meint ihr? Yes. Rocky bodies named after a false goddess. Next time you're able, look to the sky. Watch the moon cross it. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Kalir. Stammen alle Githyanki von den Tränen? Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousin's throats at the Varsh's command. But enough of this. You are wasting your cousin's time. Come dawn, we resume our search for a creche. Entschuldigung. Eieiei. Also, die hier, die ist mir nicht geheuer. Gut, wir sind jetzt einmal durchs Lager. Ich wollte eigentlich nur, das Problem ist immer, wenn ich rasten möchte, muss ich erstmal hier Gespräche führen. Das ist nicht immer ganz spannend, gerade hier mit ihm. Deswegen habe ich ihn rausgelassen. Insofern, wir machen jetzt mal Schluss und bis zur nächsten Folge. Aber jetzt wird es spannend, weil jetzt ruhen wir aus, neue Zaubersprüche und so weiter. Und der Typ am Boden, Heilung und weiß der Geier, vielleicht den Will in die Gruppe nehmen. Ich bin ganz euphorisch und will am liebsten weiterspielen. Aber jetzt machen wir Pause. Bis dann, macht's gut. Auf Wiederschauen.